War nicht so einfach für meinen Vater. Ich habe ja auch lange mitgearbeitet, oder bis zu seinem Tod mitgearbeitet, und dann habe ich es ja übernommen. Aber es war so, dass wir nicht alle Bücher kriegten. Wir konnten zwar bestellen, so viel wie wir wollten, aber wenn es irgendwas Gutes gab, mal eine gute Lizenzausgabe oder so, haben wir nicht bekommen. Ich meine, wir hatten viele Kunden. Wir waren ja vorne in der Oranienburger, da war ja auch ganz anders, nicht? Also bis 2000 waren wir da, und waren auch viele andere Kunden, die immer erstaunt waren. Was? Und eine katholische Buchhandlung in der DDR? Fragen sie heute auch noch. Ist normal gewesen. Ich meine, es gab ja auch evangelische Buchhandlungen. Die hingen aber irgendwo an der Kirche dran. Wir nicht. Wir waren richtig selbstständig, eigenständig. Ohne an der katholischen Kirche irgendwie dran zu hängen, dass die irgendetwas zu sagen hatten. Aber so war das eigentlich. Ich fand es nicht so. Manche sagen, es war aufregend sein. Nö, sag Jink. Naja, er fing damals an, als er aus dem Krieg zurückkam, dass er einfach mit dem Rucksack durch die Gegend zog, aber auch zu Schulen gegangen ist und Schulen beliefert hat mit Literatur, und dann eben immer in den Gemeinden, jedenfalls jedes Wochenende, mit der ganzen Familie Büchertische machte. Weil wir noch draußen in Bohnsdorf den Laden zuerst hatten bis 59, da musste man ja rausgehen, sonst wäre da draußen, sind ja nicht so viele Leute hingekommen. Aber für ihn war das, und er hat es auch gerne gemacht. Das ist so, wenn wir in einer Gemeinde standen, dann war das so, Königs Wusterhausen, weiß ich noch. Stand ja in der Mitte, der Raum voll, ja. Hielt ein Buch hoch und erzählte dann ganz laut, nicht? Dann wollten natürlich alle dieses Buch haben, aber wir hatten das denn nicht so oft mit, nicht? Aber das war so ein bisschen Unikum, mein Vater. Ja, naja, wenn man zum Beispiel, es ging zum Beispiel, kam jemand rein und fragte nach Böll. Tja, sagte er, dann müssen Sie zwei Stationen weiterfahren. Was, die Hannewitzbrücke? Nee, andere Richtung. Oder? Und dann stand ich immer hinterm Ladentisch und habe dann immer auf den Fuß getrampelt, damit er dann nicht, das sagte, was ist denn, kann ich doch sagen, ist doch so. Wir kriegten ja solche Sachen gar nicht, nicht? Und wenn, dann nur mit Bestechung. Das habe ich dann gemacht, wenn ich zur Leipziger Messe fuhr und ein paar Leute kannte, vorher im Intershop eingekauft, wenn ich Westgeld hatte, meine Mutter hatte mir immer so, dann habe ich das mitgenommen, und dann, naja, wie man das früher so machte. Aber mein Vater war ganz und gar, also wenn, zum Beispiel war ja der Henschel-Verlag bei uns in der Oranienburger, und wenn er hingegangen ist, der hat dann immer so, ich muss es auch kriegen. Der hat sowas nicht gemacht. Er wusste ja auch nicht, dass ich sowas gemacht habe, aber er hat es nicht gemacht. Weil er sagte, nee, wir sind auch eine Buchhandlung, wir sind hier, und dann möchten wir das auch haben. Ja, also später nachher die Helga Schubert, aber da war ja nicht so viel, kam ja bei uns nicht ganz so viel raus. Und die Maxi Wanner, Entschuldigung, sehen Sie das? Maxi Wanner und Fred Wanner auch ein bisschen, aber das war nicht so. Und Strittmatter habe ich dann gerne gelesen. Eva Strittmatter nicht, weil ich Lyrik nicht, bin nicht rangekommen. Aber Strittmatter auch, ja. Ja, die Leute fragten natürlich alle nach Westbüchern, nicht? Und da kannte man sich ja überhaupt nicht aus. Und ich habe zuerst auch die falschen genommen. Ja, weil die uns, da haben sie uns ja überschüttet mit irgendwelchen Sachen, nicht? Aber und dann wirklich Mist gewesen, wo ich dachte, meine Güte, später dann dachte, warum hast du denn das gemacht? Das ist so ein Quatsch zu nehmen. Und war schon schwierig, aber die Leute haben viel gekauft. Schlimm war das wir haben zum Beispiel, die Ostbücher waren ja noch da. Da kamen Leute aus dem Westen. Ich weiß, kann mich an einen jungen Mann erinnern. Wir hatten so drei so eine Fachbücher, waren Fachbücher über Schmiedeeisern und sowas. Und da sagt er, was da steht, 17,80 drin, sagt er, ich muss die Hälfte auf Bus bezahlen, nicht? Sag, nee, sagt, sie bezahlen genau den Preis, der da steht. Und der wurde dann frech, und seine Mutter hat ihn aus dem Laden rausgeschmissen. Seine Mutter hat gesagt, er soll rausgehen. Na, sag mal, die haben gedacht, die kriegen das alte geschenkt hier, ja? Das ist ja bei denen drüben das Dreifache gewesen manchmal, ne? Aber das war schon, also es hat Spaß gemacht, weil die Leute wirklich auch interessiert waren und gekauft haben. Und wir haben ja auch mal gekriegt, zum Beispiel 1984, konnte ich bestellen. Ich habe es ja gelesen schon mal vorher, aber und sowas konnte ich bestellen plötzlich. Das war für mich natürlich, oh, toll. Und dann kam die Zeit, wo wir auch mit Computern, ne? Hat man ja nicht. Und dann
meine Kollegin, die damals noch bei uns arbeitete, kann sich anmelden beim Bundesinnenministerium. Sag, nee, sag, ich will nicht betteln. Sag, das mache ich nicht. Die hat geschrieben. Und wir haben den Computer gekriegt. Da kommen wir an, mussten eine Schulung mitmachen. Da war einer aus Cottbus, auch eine christliche Buchhandlung und ich. Und die anderen waren alle Volksbuchhändler, ehemalige Volksbuchhändler. Die konnten alle schon damit umgehen, wir beide nicht. Ja, die hatten alle schon ähnlich, aber wir nicht. Aber das war auch schwierig. Und als ich dann anfing, kamen auch Leute, die wollten dann so Rechtsliteratur haben, so ganz schlimm. Und dann habe ich immer in den Computer gesagt, tut mir leid, ich finde das nicht. Ich kenne mich damit auch noch nicht so aus. Ich finde, natürlich waren die alle drin. Aber das habe ich dann eben nicht gefunden. Und habe natürlich auch manchmal ein bisschen Angst gehabt, weil dann der eine war dabei, der wirklich sehr offenmöpfig war. Soll ich mal reingehen und sagen, nee, sag, das ist ganz neu, sag, und das ist noch nicht. Und hab die Bücher, sowas habe ich nie bestellt. Mache ich auch nicht. Ich habe auch immer gesagt, wenn sie bestellen, dann darf das sowas nicht sein. Aber das ging schon. Na, erstmal die Bücher, die es hier nicht so gab. Die ganzen Lizenzausgaben, die wir mal hatten, Böll oder so, also alle so eine Sachen. Ich kann ihn aber jetzt nicht jetzt aufzählen, aber die Leute, die Sachen, die es hier nicht so gab. Auch zum Beispiel Stefan Zweig war ja auch nicht so viel, nicht? Und Morgenstern gab es ja auch nicht, oder Kästner gab es ja auch nicht so viel. Kästner gab es ja, wie gesagt, die Kinderbücher dann, aber davon haben die nie was gesehen. Also von den Kinderbüchern, die haben wir nie gehabt, die Kästner-Sachen nicht. Aber die Sachen, die es eben nicht so gab, da waren. Viele Nachfragen hat sich dann nachher auch wieder gelegt, aber die haben also wirklich viel gefragt danach, ist doch klar.